Fast jeder Hund kann beim Anblick von flüchtendem Wild dem Drang hinterherzurennen nicht widerstehen. Die meisten davon lassen sich von ihrem Menschen nicht stoppen. Den einen Hundebesitzer stört es mehr, den anderen weniger. Herzlichen Glückwunsch, Sie gehören anscheinend zu denjenigen, die etwas daran ändern möchten. Mit jeder Hatz belohnt der Hund sich selbst, vor allem wenn er vorher das Signal des Hundebesitzers überlaufen hat. Um die Hatz verhindern zu können, wird in wildreichen Gebieten die Schleppleine angelegt. Sie wird ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Sie dient weder dazu, den Hund von irgendwo wegzuziehen, noch soll er mittels Leinenruck in der Distanz bestraft werden. Jeder Blick des Hundes bedeutet, dass er in dem Moment an seinen Menschen denkt. Bietet Ihr Hund eine längere Strecke lang keinen Blickkontakt an, dann ist er in seiner hündischen Welt tief versunken. Den Blickkontakt einfangen zählt zu den einfachsten, aber dennoch hocheffektiven Varianten, die Orientierung am Menschen zu verbessern. Training am Wildgehege. Das Wildgehege ist eine schöne Möglichkeit, die Signale zu generalisieren. Aber nicht immer ist die Reaktion auf Tiere, wie zum Beispiel Wildschweine, jagdlich motiviert. Viele Hunde bellen aufgebracht und reagieren mit einer Mischung aus Unsicherheit und Vertreiben wollen. Aber auch dann ist es eine gute Möglichkeit, das Kommen oder Sitzen unter Ablenkung zu üben. Wie immer gilt, je größer die Ablenkung, desto bewegungsfreudiger sollten Sie als Hundebesitzer sein. Wischler Frieda soll lernen, in der Gegenwart von Dammwild sich abzusetzen. Pia und Anja dürfen mit freundlicher Genehmigung ein eingezäuntes Gelände mit Dammwild betreten. Frieda hat in der Distanz Dammwild gesichtet. Sie zeigt es Anja deutlich: Frauchen, da ist was. Und diese reagiert und sagt ihr mittels Pfiff: Okay, setz dich hin und dann schauen wir weiter. Der Klick beendet die Übung, sodass Frieda sofort wieder aufstehen darf, sich beim Anblick des Futters aber doch nochmal von selbst hinsetzt, was wieder mit Klick und Futter honoriert wird. Kommsignal. Ziel: Der Hund soll auf der Stelle und im eiligen Tempo zu seinen Menschen hergelaufen kommen und bei ihm kurz stoppen. Wenn Sie Ihren Hund erfolgreich von Wild abgerufen haben, dann denken Sie daran, ihn auch entsprechend zu belohnen. Alma liebt es, mit einem Spielzeug am Band befestigt zu spielen. Diese actionreiche Belohnung ist entsprechend der guten Leistung genau richtig. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.